Zurück bei Prominent getrennt. Was für Prominent getrennt? Was ist das denn? Ja, wir sind bei Tag 4 angekommen und wir müssen feststellen, Leute, in dieser Folge werden die Regeln irgendwie nochmal ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und deswegen können wir uns freuen auf die vierte Folge von Promi Big Brother. Woo! Ja, in der letzten Folge durften wir miterleben, wie Mike Layla in eine Challenge geschickt hat und sie dann nominiert quasi zurückkehrte und das wahrscheinlich gar nicht so geil fand. Und das bedeutet gleichzeitig aber auch, wir haben jetzt einige starke Leute auf der Nominierungsliste, wo es spannend wird, wer als erstes rausgekickt wird. Allerdings dauert das eh noch ein paar Folgen, bis das anfängt und wir gucken mal, wie sich das dann alles weiterentwickelt und wer noch so drauf landet. Wer sich aber auch die ganze Folge dann mal reinziehen will, kann es gerne machen auf Join. Der Link ist unten in der Videobeschreibung und wir legen jetzt hier mal los mit der aktuellen Folge. Ich liebe es, kalt zu duschen. Ich habe das Kaltduschen für mich entdeckt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie halt gerade hardcore ironisch ist oder es gerade wirklich super geil für den war. So, am Anfang fand ich scheiße, aber da habe ich gemerkt, das ist mega. Man weiß es halt noch nicht. Ach so. Weißt du, was ich meine? Nein. Verena, die allerdings langsam alle irgendwie ihre Männergeschichten durcherzählt hat, ist dann irgendwie so, Leute, wir müssen irgendwas anders reden. Andere Männergeschichten von euch? Wir müssen uns jetzt erstmal auf dich konzentrieren. Mimi hat einen Mann kennengelernt, kurz bevor sie hier rein musste. Okay, und die sind jetzt in der Dating-Phase und sie ist jetzt im Fernsehen, daily. Er kann sie 24/7 beobachten. Interessant. Wir müssen mich auf jeden Fall so fit bekommen, dass ich weiß, wie ich mich bei einem Date benehme. Können wir vielleicht mal sowas spielen? Nachspielen. Oh mein Gott, weil sie nicht so richtig daten kann, weil sie die ganzen Ehemänner und Partner, die sie vorher hatte, in irgendeinem anderen Kontext kennengelernt hatte und dann kannte man sich. Und ich finde auch das Konzept Daten irgendwie immer seltsam. Sich bewusst treffen, um sich kennenzulernen. So, das ist uns immer so gezwungen. Aber ja, so läuft es heutzutage auch da. Aber das erste Treffen hast du geschafft. Nein. Wir haben noch gar nicht. Das ist ganz frisch. Und die haben bisher nur gefacetimed und noch nicht mal sich getroffen. Und jetzt stell dich mal ganz kurz vor, ihr seid dieser Typ und seht das jetzt im Fernsehen. Wie seltsam wäre das denn? Hast du einen Escape Call eingerichtet? Was? Was ist das? Ein Escape Call ist, wenn irgendwas ist, lässt du dich, also versuchst du mal Freundin oder so, die Freundin soll dich anrufen und dich da rausholen. Alter. Weil es kann ja immer sein, dass es natürlich richtig, richtig scheiße läuft und dann muss man das machen. Das ist natürlich auch super praktisch, weil man kann ja nicht einfach ehrlich sein und sagen, hey, das passt mir hier gerade nicht, das ist mir unangenehm, ich würde das gerne beenden. Man muss das immer auf so eine Schiene machen. Lass mal abhauen, nee, ich habe keinen Bock. Was? Mein Auto brennt? Das Problem ist, dass er bei der gleichen Frau dann irgendwann das zweite Mal gemacht hat. Wie dein Auto brennt schon wieder? Willst du mich eigentlich verarschen? Oh, und das ist natürlich auch ein sehr dummer Escape Call. Allerdings habe ich da mal kurz zwei Fragen. Erstmal, ein Kumpel hat diesen Call gemacht bei einer Frau, um das natürlich abzubrechen. Und es gab dann trotzdem ein zweites Date. Und was ich doch selbst aber finde, man kennt dieses Konzept doch. Als wenn du angerufen wirst bei einem Date und der Typ sagt, mein Auto brennt, wäre mein erster Gedanke doch, alles klar, das ist ja mal die billigste Rausrede überhaupt. Und erst beim zweiten Mal war sie verwundert. Ich muss jetzt den Escape Call üben. Das ist dein Handy. Escape Call. Ja, das üben sie jetzt und da legen sie jetzt los. Und darf ich mal ganz kurz auch anmerken, wie witzig das ist, dass Mimi darüber redet, dass sie einen Typen datet und der allererste Gedanke von allen ist erstmal, so kommst du da wieder raus. Weil sie alle wissen, nee, macht's nicht, schlimm, hassen wir. Gut, sie kennen alle die Gefahren. Ihr müsst zeigen, warum ihr alleine seid, ihr müsst zeigen, warum ihr Single seid, warum keiner euch will. Hi. Mein Scheidungstermin. Shit. Oh, I forgot my... Oh. Das war nicht gut. Also ist sie nicht Schauspielerin? Da muss sie, glaube ich, noch mal ein bisschen ran. Ja, wenn das abends um 9 ist, ist es schwierig. Ja. Ja, die Geschichte hatte anscheinend auch noch ein paar Lücken. Candlelight-Dinner abends um 9 und dann ruft irgendwie ein Rechtsanwalt an, weil der Scheidungstermin abends um 9 verpasst wurde. Man kennt's, das passiert einem dauernd. Allerdings ist das natürlich Scheidungstermin ein guter Aufhänger, dass das Date wahrscheinlich nicht unbedingt nochmal funktionieren würde. Da sieht man eben, dass Schauspielerei wirklich nicht leicht ist. Es ist schon eine Kunst, ein Telefongespräch zu faken. Das hört sich so einfach an. Ich würde sagen, Schauspielerei an sich ist ein bisschen schwieriger, als viele denken. Allerdings so Telefonat zu faken, ist doch, glaube ich, jetzt nicht so kompliziert, weil man... Entschuldige mal ganz kurz. Hey, was gibt's? Nee, ich bin gerade am Drehen. Warum? Keine Ahnung, eine Stunde brauche ich wahrscheinlich noch und dann muss ich das alles noch schneiden. Ist irgendwas Dringendes oder was? Was? Nee, das, ich kann es auch verschieben. Nein, ist okay. Nein, wirklich? Ja, okay. Ja, ich komme, keine Ahnung, ich glaube 15 Minuten, dann bin ich bei dir, okay? Ja, okay, bis später, tschüss. Zack, kein Problem für mich. Vielleicht war es jetzt auch scheiße. Weiß ich nicht, würde ich in Frage stellen. Wir haben zum Glück aber noch jemanden, der uns auch noch mal richtig zeigt, wie es geht. Moment kurz. Schatz, was? Nee, nein, ich komme, klar. Fünf, ja, nee, das ist ein Notfall.
Ich muss unbedingt kurz zu meiner Freundin. Ihr Kind ist gestürzt und ist alleine und hat noch ein anderes Kind. Ich muss jetzt kurz dahin. Ah. Okay, Schatz, ich komme. Ja, 5 Minuten. Es tut mir echt leid, aber geht vor, Freundin. Ja, ja, klar. Ja, ja. Mach's gut. Gefreut. Ciao. Ich melde mich bei dir. Was vielleicht bei Elena jetzt krass überzeugend war, war doch dieses Ich melde mich bei dir. Und man weiß, die Person wird sich niemals melden. Interessant war aber auch, wie viel Story sie in dieses 2-Sekunden-Telefonat packen konnte, dass sie das alles erklären konnte. Das ging auch sehr fix. Willst du mich jetzt verarschen oder was, Alter? Egal, Mimi hat jetzt bei der Besten gesehen, wie es geht. Zeig mal, was du kannst. Schatz, hallo? Ja. Schatz, hallo? Dein Kind ist gestorben, gestürzt. Stell dir mal vor, du kriegst das Telefon. Hey, was geht? Ach, dein Kind ist gestorben. Wow! Passiert dauernd. Also Mimi, das mit der Scheidung war doch okay, aber das war ein bisschen übertrieben jetzt. Gut, Mimis Date-Dramen sind dann allerdings auch erstmal abgefrühstückt und dann können wir uns nochmal Verena ein bisschen zuwenden, weil sie hat irgendwie immer noch ein kleines Problem mit Bea. Ich lege mich ganz gechillt auf die Couch und warte, bis mein Kaffee fertig ist. Ich schließe die Augen, lieg Seelen. Absolut friedlich einfach nur da. Da meinte sie, ja, weil ich habe das Gefühl, du bist schlecht drauf. Ich bin nicht schlecht drauf. Eventuell könnten mich Beas Fragen provozieren. Und Verena ist deswegen langsam ein bisschen schlecht drauf, weil sie davon genervt ist. Was ich allerdings aus dieser Story gerade mitgenommen habe, ist, es gibt Kaffee für die? Ich dachte, es gibt nur Wasser. Bin ich schlecht drauf? Bin ich schlecht drauf? Nein, jetzt ja, überhaupt nicht. Jetzt. Wobei ich gestehen muss, selbst wenn Verena kehrt lächelt und lacht und Spaß hat, habe ich das Gefühl, sie ist schlecht drauf, von daher. Und vor allem, das sagt eine Frau zu mir, die den ganzen Tag hier heult, die sagt zu mir, ich sei schlecht drauf. Wirklich, so weit hat sie es gebracht, dass ich in unserem Zuhause mich nicht mehr traue, auf die Couch zu legen. Na, du könntest ja auch einfach auf sie zugehen und sagen, hey, ich mag dieses Ausfragen nicht, das nervt mich ein bisschen, kannst du es ein bisschen runterschrauben, das ist mir zu viel. Das kann man ja offen kommunizieren, ohne dass man sich dann komisch aus dem Weg gehen muss. Aber gut, wir merken langsam, das haben wir auch viele Zuschauer, Bea nervt mit ihrer Fragerei. Bitte sei ruhig, okay? Bitte sei ruhig. In der Großgruppe gab es dann allerdings auch nochmal die Thematik, hey, was machen wir eigentlich? Wem gönnen wir eigentlich die 100.000 hier am ehesten? Oder wie würden wir sie verteilen, wenn sie jetzt einfach hier wären? Wir fangen mit dir an, Bea. Da liegen 100.000. Wie viel nimmst du? Wir sind hier 14 Leute, die wir sind. 14 Leute. 100.000 durch 14, nein, Spaß. Nein, ganz ehrlich. Ja? Sag ehrlich, wie viel würdest du nehmen? 60 auf jeden Fall. Die Bea würde sich einfach erstmal 60.000 krallen und dann bleiben die 40.000 für die anderen 13 übrig. Die können sich ja mal nett einteilen. Ich finde, man sollte das Geld jetzt nicht lassen, weil potenziell eben jemand sich viel nehmen könnte, dem es jetzt Den es nicht braucht. Boah, was für ein netter Gedanke von Bea. Also die nimmt sich den größten Teil von diesen 100.000 für sich, damit nicht jemand anders sowas macht. Das wäre ja auch irgendwie doof. Weil die würden es ja einfach nur zu ihrem Haufen von dem anderen Geld packen. Ja, ja. Weil wir denken doch auch immer an die, wo wir denken, denen geht's vielleicht irgendwie ein bisschen weniger gut als uns. Tut man ja automatisch. Ich bin kein Sehner. Okay, und das war dann auch meine Ansage, ne? Also sie würde das Geld anscheinend auch für ein paar Leute spenden oder denkt sich für sich vielleicht, ich bin ärmer als alle anderen, ich verdiene das Geld. Und Sinan ist für sie komplett egoistisch und super rich. Okay. Nein, aber hier sind halt auch Leute, die vielleicht irgendwie ein bisschen einkommensschwächer sind. Aber ich weiß nicht, warum das Thema Geld bei dir so ein Thema ist. Das ist doch scheiße. Weil wir doch gerade spielen über Geld. Ja, aber das Geld, wer was wie von uns hat, du beziehst es ja auf uns persönlich. Das ist so ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Naja, man muss vielleicht den Punkt schon zustimmen, wenn man mit vielen Leuten zusammensitzt, wo man weiß, die haben alle richtig Schotter und es geht ja darum, Geld zu gewinnen, dann würde ich mir selber, glaube ich, auch eher das Geld gönnen als denen, die eh schon genug haben. Und ich liebe es auch, wenn Leute so darüber reden, hey, du machst dauernd Geld zum Thema, ist doch komplett unnötig. Das sagen irgendwie auch immer nur die Leute, die genug davon haben. Und da unterscheide ich auch nicht zwischen Reich und Arm, diesen ganzen Millionärscheiß. Ich weiß nicht, warum alle davon so angepiekst sind. Weil du das so oft thematisierst, das nervt mich. Ich naja, sie hat jetzt mal bei Sinan angesprochen und Alida meinte bei ihr auch einmal, aber in der gleichen Situation einfach nur so gefragt, hey, bist du Millionär? Hahaha. Und mehr war das nicht. Also vielleicht finden manche das übergriffig, aber es ist ja jetzt nicht so, als ob sie die ganze Zeit drauf rumhacken würde. Sie macht es extra einfach. Sie ist ja nicht dumm. Die weiß schon, was sie macht. Ja, was und die weiß, dass sie so Aufmerksamkeit bekommt. Und ich liebe es, dass Leda das auch immer bei allen anderen feststellt. Die machen das alles extra. Die machen das alle für Sendezeit hier, die ganze Zeit. Und Leda selber immer so, hups, ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Das passiert irgendwie immer von selbst. Ja, alles klar. Ich weiß, was du für ein Mensch bist, okay? Na gut, wir merken allerdings wieder, Bea ist der Buhmann irgendwie der Gruppe. Die mögen die jetzt nicht ganz so doll. Wird interessant, wenn die noch länger drin bleibt und andere zuerst fliegen. Oder ob sich das noch irgendwie weiter hochschaukelt. Mal sehen.
Danke fürs Abwaschen. Nicht dafür. Wieso hat mich noch nie jemand Danke gesagt, dass ich auch mal abgewaschen habe? Das macht bei uns Männern keiner. Ja. Das ist das Ding, ja. Die Frauen wollen immer ein Danke, Danke. Also, nee, wollen jetzt nicht, aber kriegen immer automatisch ein Danke. Gut, dass du das nochmal schreibst. Aber wir Männer, das ist so. Ja, aber dann ist die Bereitschaft. Ihr müsst das ja auch mal machen. Naja, vielleicht ist Daniel auch einfach sehr schlecht im Abwaschen und deswegen gab es kein Danke dafür. Und ich liebe es jetzt aber auch ganz toll, wie Frauen auch ganz oft irgendwas machen und dafür nie ein Lob bekommen. Das passiert auch so oft. Aber wenn Männer jetzt mal kein Lob bekommen, sind sie sofort so, warum kriegen wir hier eigentlich nie ein Danke? Kann mal uns jemand verehren dafür, dass wir hier so einen Scheiß machen? Also da sind die auch immer sehr schnell angeknackst. Männer werden viel härter bestraft und verurteilt als Frauen. Später im Jacuzzi haut Max Kruse da allerdings auch noch so ein bisschen Fußball-Stories raus. Und wir haben ja mal gepokert und so. Und da war ausgelassene Stimmung, du weißt ja, wie das ist so, ne? Und da hat irgendeiner gesagt so, ja, Max, steig dir einfach rein. Das Geld, was du jetzt hier gewonnen hast, kannst du direkt investieren, ne? Und ich natürlich so, ja, warum nicht, ne? Während Max Fußballkarriere war er am Pokern, hat viel Geld gewonnen und sein erster Gedanke und der Leute ist, hol dir doch mal eine Escort-Dame. Ja, das ist ja eine normale Idee, machen wir so. Ich finde auch das Wort bestellen da ein bisschen komisch, als ob es wirklich eine Ware wäre. Und dann kommt mir der Co-Trainer entgegen, Hansi Flug, weil er jetzt ein Wasser ist, weißt du. Dann kommt mir der Co-Trainer entgegen und lächelt mich so an, ne. Aber ich dann so schnell so Zimmer auf, weißt du, rein. Aber ich hatte schon ein schlechtes Gefühl. Ich habe jetzt nicht direkt angefangen, sondern saß dann, wir haben uns dann ein bisschen unterhalten. Und dann 5 Minuten später klopft es an meiner Tür. Ich gehe zur Tür, ich gucke so durch die Schüsselluft und schon zugehalten. Ne? Und glücklicherweise hatte er dann noch nicht mit der Escort-Dame angefangen. Was aber auch eine interessante Story ist. Ja, ich habe mir eine aufs Zimmer bestellt, die saß dann da auch schon bereit. Und dann haben wir erstmal ein nettes, gutes Gespräch geführt. Einer von beiden sagt, wo ist denn da mit dir rumgelaufen? Ich schau, die Schnur. Ich sitze drin, ne? Dann schick sie mal nach Hause, über den Rest reden wir morgen. Das ist dann natürlich ein unangenehmer Moment und er hat ihr dann bezahlt und dann ist sie ungebumst gegangen. Haben sie mit mir geredet, wir sind mit deinen Leistungen zufrieden und so. Wenn das rauskommt, das ist ein richtig schlechtes Bild und so, das kannst du nicht machen. So, also du kannst dich jetzt entscheiden, entweder konzentrierst du dich auf Fußball oder für dich ist halt kein WM im Sommer. Oh mein Gott, und das klingt auch irgendwie wie eine schlechte Trash-Romanze, oder? Entweder Fußball oder die Escort-Dame. Du musst dich einfach entscheiden. Ja, und wäre sie über die Nacht geblieben, wäre es vielleicht ein spannender Film geworden. Aber sie musste ja vorher gehen. Ach man, schade. Wer war das noch? Jogi Löw. Da ruft er mich an, sagt, ja Max, wir haben uns entschieden, dass du nicht dabei bist. Und so. Das war natürlich dann auch traurig. Also der Kader wurde zusammengestellt und Max so, ich habe die Escort-Dame rausgekickt. Ich habe mich auf Fußball konzentriert und es hat nicht gereicht. Wo sie dann Weltmeister geworden, war das ja, noch die, falsch? Die sind dann halt Weltmeister geworden. Das wäre schon geil gewesen. So. Das ist natürlich dann ein bisschen traurig. Und jetzt kann Max Kruse natürlich überall erzählen, dass er fast Weltmeister geworden wäre. Nicht, weil er irgendwie im Finale rausgeflogen ist, sondern weil sein Team hat gewonnen, nur er war nicht dabei. Naja, von Fußballgeschichten gehen wir dann allerdings auch ein bisschen zu Gruselgeschichten über, weil die lieben wir ja auch alle immer, ne? Ich habe ein Haus gekauft und der Mann ist da gestorben. Und ich hatte nur Pech im Haus. Und der Mann war wohl ein leidenschaftlicher Gärtner und hat seinen Garten sehr geliebt. Das Erste, was ich gemacht habe, ist seine Bäume abgeschnitten. Oh mein Gott. Ich habe ein Gärtner. Du hast deine Bäume gecuttet? Alles. Lebst du da noch? Ja. Zieh aus. Warum? Es ist doch jetzt ihr Haus und der Mann ist tot. Was soll noch passieren? Am Tag des Todes alle Uhren stehen geblieben bei uns im Haus. Alle. Aber es erzählen ganz viele Menschen, dass da also so Sachen sind. Ich habe aber bis dahin nicht daran geglaubt. Es ist auch nicht erklärbar. Mama hat im Flur eine Lampe. Die ist schon lange aus, auch schon vor Papas Tod. Ein halbes Jahr später, ne? Maler geht hin, macht die an, die geht wieder. Es ist kein Strom auf dieser Lampe. Die Leitung ist gekappt, es war ein Elektriker da, also die Leitung. Und sie denkt dann, es hat mit dem Tod ihres Vaters zu tun. Also man kann da auch sehr viel projizieren. Also wirklich, mein Vater ist gestorben und 6 Monate später haben wir eine Lampe angemacht, die immer aus war und nicht funktioniert hat und sie ging. Ja, was hat das denn damit zu tun? Das ist ja, da ist ja nicht mal überhaupt ein zeitlicher Zusammenhang, den man irgendwie herstellen könnte. Ach Leute, das ist also wirklich, was Leute sich da irgendwie zusammenpfeffern immer durch irgendeinen Kleinkram und dann sagen, es muss was Übernatürliches sein, ist auch echt faszinierend. Wir hatten halt einen Vermieter und das war eine ganz schlimme Sache mit dem Typ. Der hat uns dieses Haus vermietet damals. Sie schwört, sie weiß bis heute noch, wo sie im Keller gegangen ist, dass sie ein kleines Mädchen die Hand gereicht hat. Wo sie den Keller runtergegangen ist. Ich weiß nicht warum, ich stellte mir gerade vor, wie so der Vermieter den ein Haus gezeigt hat und der musste irgendwie auf seine kleine Tochter aufpassen und gesagt, ja, kannst du hier ein bisschen rumspielen, ich zeig ein bisschen das Haus. Und sie hat halt im Keller gespielt. Das wäre so funny. Und dann so, ach, das lösen wir nicht auf. Kann ja auch sein. Na gut, genug gegruselt. Wir nennen das mal so. Es wird Zeit für eine Challenge. Bewohner, wer von euch kann am besten küssen? Zeit ist herauszufinden. Hä? Auf Ansage kommt ihr gleich einzeln ins Sprechzimmer.
Und knutscht alle mit einer Plexiglasscheibe rum? Wir sind bereit dafür. Hör doch auf. Währenddessen verfolgen die anderen Bewohner das Geschehen auf dem Monitor im Wohnzimmer. Nein! Oh mein Gott, wie witzig! Also die soll jetzt richtig mit der Plexiglasscheibe rumknutschen und die anderen gucken zu? Das ist mein Entertainment, Leute. Gewinner erhält eine Belohnung für die gesamte Gruppe. Leute, ja, ich küsse ja, ich küsse so. Zur Frage, wenn der Gewinn eh für die gesamte Gruppe ist, ist es doch scheißegal, wer gewinnt am Ende, oder? Egal, strengt euch mal an. Cecile war eben auch empört und jetzt ist sie voll dabei. Oh, mega süß. Wahrscheinlich wollte Mike Leder mit der Plexiglasscheibe jetzt nicht eifersüchtig machen. Was? Ich bin eifersüchtig, bin ich eifersüchtig. Such a girl. Alles klar, und Cecilia hat sich doch erstmal komplett in die Plexiglasscheibe verliebt und hat richtig losgelegt und richtig rumgeknutscht. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das wirklich sehr unterhaltsam. Ich finde voll schön, wie sich da alle freuen. Alles klar, und Sina sollte man eventuell nochmal mitteilen, dass er die nicht sauber machen muss, sondern knutschen sollte. Und habt ihr gesehen, wie Elena mit der Scheibe rumknuscht und Layla Mike anguckt, wie er darauf reagiert? Die achtet da genau drauf. Ja, das ist Schauspielkuss. Alles klar, okay, das reicht dann auch wieder. Das war dann auch wieder ein bisschen zu viel. Die Gewinnerin der Challenge, wie soll es jetzt auch anders sein, ist die, die sich am meisten reingehängt hat, Cecilia. Zur Auswahl stehen entweder 1 Pfund Kaffee, Salz und Pfeffer für die ganze Zeit im Container oder eine Schale Gummibärchen. Also ich würde ja das Salz und Pfeffer nehmen. Vor allem Kaffee haben sie anscheinend und die Gummibärchen sind nach 2 Sekunden von den Leuten inhaliert. Dann nehme ich natürlich Salz und Pfeffer. Definitiv. Habe ich entschieden. Gute Entscheidung. Nachdem jetzt allerdings der ganze Spaß wieder vorbei ist, zweifelt Layla auch langsam an der Beziehung zu Mike, weil Elena ist halt immer noch da. Ich frage mich halt, ob wir nicht einen harten Knacks irgendwie bekommen von dem Ganzen in unserer Beziehung für draußen dann. Also ob das nicht so viel am Ende irgendwie mit mir macht oder so, dass ich das alles vielleicht gar nicht mehr so kann dann. Und das verwirrt mich tatsächlich ein bisschen, weil zwischen Elena und Mike passiert ja nicht so viel. Also das ist ja überhaupt keine Anziehung, die sind 4 Jahre getrennt. Elena wohnt in einem ganz anderen Land, hat auch eine Beziehung und klar, es ist eine unangenehme Situation, aber wie instabil fühlt man sich in seiner eigenen Beziehung, dass man davon, von dem, was da passiert, so verunsichert ist. Also ich meine, Layla und Mike wollen auch ein Haus zusammen kaufen und es bewohnen und das ist ja auch schon ein krasser Schritt. Und von sowas dann verunsichert zu werden? Huh. Was Layla natürlich aber auch verunsichert hat, war die ganze Sache, dass Mike sie in ein Spiel geschickt hat, wo sie dann nominiert zurückkam. Dass Mike Layla ein Spiel geschickt hat, hat mich auch erstmal hart überrascht. Und ich glaube, sie fand es überhaupt nicht cool, dass er sie genommen hat. Layla und Mimi. Was ist gerade los mit dem? Will der mich verarschen? Weil sie denkt die ganze Zeit, alle Leute, die in die Challenge gehen, die will man halt raus haben. Das ist der Ziel von Mike gewesen. Sprich, bei Elena war sie auch komplett verwirrt. Das hat sie gar nicht so gemeint. Aber selber nimmt sie es auch bei sich erstmal an, dass Mike sie raushaben will. Dass bei diesem Spiel auch um Safety geht und das wahrscheinlich eh jeder mal spielen muss, um Safety oder nominiert zu sein, ist eigentlich ganz gut gewesen, dass sie bei den Frauenspiel mitmachen musste. Nein. Mir ist das Spiel, du kannst nichts dafür. Damit muss man klarkommen in so einem Format, dass genau das passieren kann. Ist es nicht witzig, dass Elena in der letzten Folge noch komplett zusammengebrochen ist, geheult hat wegen Interviewfragen und jetzt so sagt, das ist das Format, das gehört dazu, das kann man erwarten. Okay. Man hat doch so auf den Sack hier mit dieser scheiß fucking Doppelmoral. Ich glaube, dass viele Zuschauer sich so denken, dass ich so im Weg stehe, dass Mike und Elena irgendwie reden oder so. Ja, allerdings selbst wenn sich das viele Zuschauer denken, was ich mir auch denke, ich fände es interessanter, Mike und Elena ohne Layla eigentlich da zu haben, geht es bei diesen Sendungen ja immer darum, wer die wenigsten Anrufe erhält, um drin zu bleiben und nicht, wer die meisten Anrufe erhält, um rausgekickt zu werden. Weil dann wird doch das Voting mal ganz, ganz anders aussehen. Sprich, Layla wird eh dabei bleiben. Ich dir was sagen werde, du hast dich sehr zurückgezogen. Und somit machst du dich zur Schießscheibe. Du bist reingekommen und du warst immer so fröhlich und du hast immer viel gesprochen und jetzt gehst du komplett weg. Was nicht verwunderlich ist, wenn sie die ganze Zeit dafür kritisiert wird, dass sie die ganzen Fragen stellt. Also sie fragt alle Leute, wird dafür angekackt, hört auf zu reden und alle so,
Warum bist du so leise, Schatz? Die sind genervt, also nicht alle, ne? Aber ja, viele. Das stimmt ja auch gar nicht, dass sie dich nicht mögen. Wenn ich merke, es kommt nicht an, meine Sprüche kommen nicht an, was ich erzähle, wird irgendwie übertönt. Dann wird sie dann einfach leiser. Und ich finde, da merkt man, dass sie vielleicht auch einfach, dass es ihre Art ist, dass sie gerne Fragen stellt, dass sie dann witzig ist oder irgendwas, also in ihrer Art witzig ist. Und sie merkt, es kommt nicht an, den Leuten gefällt es nicht und dann wird sie einfach leiser. Und ich finde wirklich, man merkt es, dann ist es nicht für Show, sondern sie ist einfach so und merkt jetzt gerade so, das ist nicht gut. Es ist unendlich verletzend, was, wie die anderen hier zu mir sind. Und ich werd ignoriert, wenn ich was sage. Es wird einfach darüber hinweggeredet. Da frage ich mich allerdings auch, stellt sie immer nur Fragen und wird deswegen jetzt langsam ignoriert? Oder erzählt sie vielleicht auch wirklich mal was von sich, dass Leute mit ihr bonden könnten? Weil das ist ja auch super wichtig, dass du was von dir preisgibst bei den anderen Leuten und nicht immer nur der Interviewer bist. Aber die Brücke zu einem Menschen, gerade von dem du dich abgelehnt fühlst, ist nur, indem du dich zeigst, wie du bist. Das ist ein guter Hinweis von Mimi. Öffne dich den Leuten nochmal, präsentiere dich, auch wenn du natürlich ein bisschen Angst davor hast, dann wird es auch eher so sein, dass sie dich irgendwie akzeptieren, wenn sie dich einfach einschätzen können, wenn sie wissen, wie es bei dir läuft und nicht, wenn du so mysteriös bist und nur Fragen stellst. Hilft. So Leute, was brauchen wir allerdings? Auch noch mal ein bisschen sexuelle Stories mit Cecilia. Könnte auch ein neues Format werden. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich nehme einen Strip. Weil ich dachte mir so, warum nicht? Die hat bei mir auch versucht, ein bisschen mit Happy End zu machen, bin ich ehrlich. Aber das habe ich nicht zugelassen, weißt du was ich meine? Das ist so. Was heißt zugelassen, ne? Aber ich zugelassen. Sie hat mich auf einmal so angefasst und dann geküsst und so. Ich war okay, aber dachte mir so, shit happens, du bist einmal nur in Mexiko. Und ich liebe es, wie sie sich einfach jedes Mal so eine neue Sexstory zu erzählen hat. Vor allem, sie ist in Mexiko, hübsche Frauen, geht in den Stripclub und ist so, wir sind bereit. Ja, macht sie Max Kruse quasi mit der Escort-Dame nur. Das war eine anscheinend bessere Erfahrung. Aber ab wann eigentlich bei Frau und Frau, ab wann sagt man dann, dass man Sex miteinander hat? Ja, wenn man dann... Wenn man hügelt. Hügel. Hügel. Ja, ich bin Attraktion, geht ja nicht. Hügel, ein Da bin ich bei Matze auch mal so ein bisschen verwirrt, wie sexuell oder aufgeklärt der eigentlich ist. Bei ihm ist wahrscheinlich einfach immer nur Penetration ist Sex und sonst gibt's auch nichts. Weil beim Fuß bin ich war ja auch schon komplett verwirrt. Kennt ihr das in Bangkok? Da gibt es so Stripclubs, da tun die mit ihren Vaginas so Ping-Pong-Bälle. Ja, aber ich war noch nie drin. Ja, die schießen oft einfach da so Tischtennisbälle aus den Pussys raus. Und das auch kann ich wieder so gar nicht fassen. Was? Hast du niemals Fuck You Goethe 2 geguckt oder was, Matze? Da kommt es doch vor. Oder was im dritten Teil? In irgendeinem der Teile. Eine kleine Überraschung gab es dann allerdings in der Live-Sendung auch, weil diesmal geht keiner der Kandidaten shoppen, sondern jemand anders. Ich weiß nicht warum, aber für mich sah gerade Max Kruse echt aus wie so ein perverser Spanner und nicht wie der Freund. Was war da denn los? Oh, scheiße. Ach ja, die Beträge sind kleiner, weil es ist das Essen pro Person. Wie viele Bewohner haben wir? 14. Sehr gut. Du drehst jetzt einmal, ich drück dir ganz durch die Daumen. Oh, und die haben die Scheibe verändert. Oh, die feilen anscheinend ein bisschen am Konzept. Vielleicht hören sie zu, die Drehscheibe wird verbessert, vielleicht auch die Spiele. Und jetzt geht es darum, was man halt da dreht. Und ich finde auch den Preis fairer. Besser als einfach fest 5 oder 10 Euro, sondern so viel Budget pro Person. Ist irgendwie cooler. Was soll noch passieren? Ja, stimmt. Das ist dann irgendwie wirklich Glück. Auch komisch, dass jetzt bei Dilara plötzlich die Höchstsumme zustande kommt bei dem Rad, oder? Das ist eine tückische Frage. Sehr gut. Nudeln, 79 Cent. Sehr gut, wenn du so weitermachst mit... Nudeln, 79 Cent. Ah, und rede nicht mit mir. Aber du musst... Nudeln, 79 Cent. Es werden auf jeden Fall einige Nudeln gekauft. Stell dich mal vor, die haut da so 20 Packungen hin. Die essen jetzt Nudeln. Nee, sie holt noch einiges anderes. Nudeln, der Creme. 340. Sehr gut, da braucht man Toast für. Toast. Ich habe nicht ganz verstanden, warum sie 2 Packungen Ketchup und 2 Packungen Mayonnaise noch zusätzlich geholt hat zum Tomatenmark und Man hätte irgendwie mit diesem Budget besser haushalten können, geilere Sachen holen können, aber es gab immerhin wirklich viele Kartoffeln, es gab viele Nudeln, es gab viel. Ich wollte Champagne. Oh Mann, ey. Ich wollte Champagne. Aber du hast doch gut eingekauft, komm. Scheiße, ich wollte für die Mädels Shampoo holen. Und nachdem das dann zum Glück alles erledigt ist und die Kandidaten sich richtig über das Fest mal freuen können, wird Elena in die Interviewbox gerufen, weil sie fürs nächste Spiel Leute auswählen muss. Bilde jetzt 2 gemischte Teams aus je einem Mann und einer Frau. Ein bisschen schön, dass das nochmal klarstellt, weil er sonst Angst hat, dass es nicht verstanden wird. Ja, aber Elena sucht sich dann natürlich den Roland aus und
Naja, ist eine Frau. Die Frau, die mit ihm antreten wird, ist Verena. Ich glaube, sie muss da durch. Was für eine tolle Aussage. Normalerweise immer, ich nehme Verena, weil ich glaube, dass sie es voll drauf hat. Sie ist eine Kämpferbraut und dann labern die irgendeinen Scheiß und hier, da muss jetzt leider durch. Tja, da musst du jetzt leider durch. Ich will nicht, dass alle denken, dass ich das jetzt absichtlich mache. Er war aber auch noch nicht im Spiel. Und deswegen hat sie Mike genommen. Und tatsächlich glaub ich niemand, dass sie das jetzt irgendwie macht, um ihn rauszukicken, sondern wirklich, weil er halt noch nicht gespielt hat. Mikes Teampartnerin ist dann allerdings Mimi und damit haben wir dann die beiden Teams zusammengestellt und wir können uns das Spiel reinziehen. Wir spielen Dartsworträtsel. Hinter uns befinden sich Luftballons und dahinter verbirgen sich Buchstaben, die ihr im besten Fall zusammensetzt zu einem Lösungswort. Im Bestfall allerdings auch nur. Ja, und dann ist es das auch schon das ganze Spiel. Ich hoffe, es wird spannender als sonst. Ist insofern spannend, als dass wir Best of Three spielen. Das heißt, wer die ersten zwei Punkte holt, gewinnt. Okay, das bedeutet, es ist nicht nur Lucky Shot, sondern man muss wirklich deutlich besser sein. Und was vielleicht wichtig ist, wenn man die falsche Antwort gibt, kriegen die anderen auch noch einen Punkt. Und bitte! Kurzer Hinweis, wenn die doch jetzt auf dieselbe Wand werfen die ganze Zeit mit den Pfeilen, kann man das Werfen doch auch einfach sein lassen und sofort versuchen nachzudenken, sobald man die Buchstaben sieht, weil das andere Team wirft ja dann trotzdem weiter im Bestfall. Also irgendwie auf der Quatsch. Also die hätten dann schon getrennte Wände irgendwie machen sollen. Dürft euch im Team auch natürlich beraten, also kommunizieren untereinander. Denkt nur dran, ihr spielt als Team gegeneinander. Wie willst du dich da jetzt beraten? Du siehst da so 9 Buchstaben. Was willst du da beraten, um das Lösungswort rauszufinden? Ey, ich könnte mir vorstellen, dass das S und das E hintereinander kommen. Ey, das ist eine gute Idee. Wow, dieser Moderator, ey. Sendezeit. Sendezeit, glaubst du, ist die richtige Antwort? Nein. Ich guck hier mal in meinen schlauen Umschlägen. Und habt ihr gesehen, wie Mimi so, ja, Sendezeit. Achso, Verena sagt nein, nein. Oh, Mike, nein. Verdammt, ist falsch. Das war richtig. Und als Tipp für Sie zu Hause, aber auch für die Spielenden hier in der Arena, 11 Buchstaben. 11 Buchstaben hat das nächste Wort. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das anstellt, aber Familie hat für mich nicht 11 Buchstaben. Kurze Info für die Zuschauer. Es war gerade eben von der Regie das falsche Wort eingeblendet. Soll euch nicht irritieren. Es soll euch nicht irritieren. Allerdings wird euch meine Aussage wahrscheinlich jetzt irritieren. Mega Leistung, richtig geil. Ich muss allerdings kurz gestehen, es war ein bisschen spaßiger als sonst, weil man ein bisschen miträtseln konnte, wenn man nicht das Lösungswort kannte. Allerdings hat meine Kandidatin auch wirklich bei jedem Wort ungefähr 3 Minuten zugeguckt, wie sie einfach nur nachdenken, was dann wieder nicht so spektakulär war. Jochen ist soweit. Rummelplatz. Jochen meint, Rummelplatz ist die korrekte Antwort. Und das ist richtig und steht 1-1. Wie spannend. Oh, Jochen schreitet. Zur Klingel. Jochen. Feuerwehr. Du sagst, Feuerwehr ist die richtige Antwort. Ja. Kann sein. Ja. Die richtige Antwort ist Feuerwerk. Ja. Und damit ist es ja falsch. Und ich liebe es, dass Verena wirklich gar nicht mit Buchstabenrätsel klarkommt. Wir hatten es schon, als sie süß buchstabiert hat mit S-Ü-S-S. Auch hier. Ja, Feuerwehr. Sie sieht nicht, dass da kein H ist, sondern K. Ach, egal. Wir haben jetzt alle die Gewinner, Mike und Mimi. Und wir haben die Verlierer, Verena und Roland. Ronald, irgendwie so heißt der. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ja. Ihr seid zu zweit. Auf keinen Fall. Ihr bekommt eine Medaille. Ich verstehe irgendwie nicht, warum Mimi auf keinen Fall die Medaille will. Also ich glaube, sie ist so ein netter Mensch, die wirklich eher an andere denkt. Aber immer nur an andere denken ist auch nicht gut. Das wird nicht passieren. Ich nehme die nicht. Ich nehme sie nicht. Nein, ich nehme die nicht. Mike! Ich nehme die nicht. Ich nehme sie nicht. Doch, du musst sie nicht. Nein, doch, nimm nein, 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 auf keinen Fall. Doch. Dann stelle ich mal ganz kurz vor, wie die sich jetzt wirklich ein bisschen drauf streiten, wer sie bekommt, aber nicht, weil man sie selber will, sondern den anderen geben will. Wir erinnern uns doch zurück an Sinan und Cecilia, die dann auch anders argumentiert haben. Naja, gut. So. Nein. Nein, du nimmst sie jetzt. Wir haben einen. Du nimmst sie, hey. Damit ist das Ding durch. Mike is safe. Nee, wir gucken heute einfach mehr. Wir gucken einfach zu, wer... Und das finde ich eigentlich auch interessant, dass die anderen mal zugucken können, wie diese ganze Beratung zustande kommt, wer wie irgendwie nominiert oder wer es bekommen soll. Spannend, da kann man danach nicht mehr so viel Scheiße labern. Ihr wisst, was ihr damit machen müsst, oder? Ich glaube, umhängen, ne? Ja, einer von uns. Fast richtig. Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, dass der Typ Jochen heißt. Warum habe ich ihn die ganze Zeit Roland genannt? Ich hab's wieder mit Namen, aber egal. Jochen
hat sich gedacht, ja komm, ich nehme das mal an. Ne? Ich werde jetzt hier nominiert, ist okay. Absolute Maschine! Ihr dürft sie einem oder einer von euch beiden umhängen. Oder aber einem der anderen, die noch keine Medaille tragen. Oh mein Gott, wie fies! Und überhaupt, also die haben jetzt das Spiel verloren und können es trotzdem jemand anders geben? Auch doppelt fies. Aber jetzt finde ich es gut, dass die anderen lauschen können. Stehen Daniel, Matze, Sarah und Cecilia. Oh shit, die Gruppe ist jetzt auch gar nicht so groß. Und plötzlich ist Jochen so, nominiert werden wollte ich gar nicht. Du bist ein Schwein. Wir nehmen Sarah. Also wirklich, der hat ein paar Sekunden dafür gebraucht. Die wird jetzt auch noch rausgekickt hier. Da hat er keinen Bezug zu. Weil der Jochen ist der Teufel. Der ist so, du bist so skrupel. I know, ich weiß. Und ich muss gestehen, für den Zuschauer wirkt das wahrscheinlich jetzt ein bisschen unsympathisch, aber ich würde mir auch denken, warum soll ich mich selber nominieren, wenn ich die Konkurrenz, die eh raus muss, nominieren kann? Also im Endeffekt schadet es ihm mehr, als es ihm nutzen wird, aber trotzdem finde ich das immer so einen logischen Gedanken, wenn es jetzt nicht nach Zuschauer-Voting gehen würde, die anderen dann irgendwie rauszukicken. Aber ich sage euch ehrlich, ich finde es schwach. Ich sag dir nachher mal, alles gut. Hey, also ich sage euch ehrlich, ich finde es schwach. Ich hätte an eurer Stelle, ich hätte selber genommen. Ja, es wäre vielleicht auch klüger gewesen zu sagen, hey, wir nehmen es selber, weil wir irgendwie verloren haben, weil das sympathischer wirkt, als das jetzt zu machen. Und um Sympathie geht es eigentlich die ganze Zeit ja nur, ne? Für mich richtig scheiße. Wir haben die Dinge weitergegeben. Jochen hat gesagt, soll ich sie nehmen oder sollen wir sie weitergeben? Ihr habt es gesehen. Das ist gut, ne? Sie kennen nämlich die ganze Wahrheit. Und ist das nicht gerade wieder interessant, dass Verena und Bea so eng umschlungen stehen und miteinander quatschen, nachdem Bea Verena die ganze Zeit nervt? Naja, egal. Es ist jetzt so, wir akzeptieren es und gucken mal, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Weil damit endet wieder das Video, Leute. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr alle Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.